Alles klärchen, willkommen zu einer neuen Episode von Die Zwerge. Ja, das letzte Mal haben wir hier uns nur auf der Weltkarte aufgehalten, ein bisschen hier rumgedümpelt, mit ein paar Händlern unterhalten und waren jetzt auch mal schön in der Taverne speisen und übernachten. Das heißt aber, wir müssen jetzt flugs weiter. Und das tun wir auch gleich. Und zwar möchte ich da oben zu dem Fragezeichen. Passiert momentan nichts. Die Vorräte gehen natürlich weg. Da hoch müssen wir, ich weiß, nach Grünhain. Orks sind hier aber nirgendwo mehr in der Nähe, ne? Nur allerlei Vögel. Das sieht aus wie Fliegen hier. Hab schon gedacht, ich muss die vom Bildschirm wischen. Nee, Orks sehe ich hier keine mehr. Ich hoffe mal, es bleibt auch erstmal so. Okay, mal schauen, was uns hier erwartet. Kommen wir nicht so dahin. Ach, wir müssen erst hier hoch. So, das habe ich übersehen. So, gehen wir mal nach Brachstein. Ihr erreicht ein kleines, geschäftiges Dorf. Überall herrscht emsiges Treiben. Nur eines fehlt. Der alles durchdringende Klang von Metall auf Metall, der normalerweise zu dieser Tageszeit aus der Dorfschmiede ertönen müsste. Vor der Schmiede sitzt ein mürrisch dreinblickender Mann mit seinem rechten Arm in einer Schlinge. Als er euch sieht, erhellt sich seine Miene und er springt auf die Füße. Werte Zwerge, wäret ihr daran interessiert, mir in meiner Schmiede auszuhelfen? Wenigstens für einen Tag. Der Blick des Mannes liegt zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Als ihr nicht sofort antwortet, setzt er nach. Ihr werdet natürlich fürstlich für eure Arbeit entlohnt. Ich kann euch 100 Goldstücke für eure Arbeit zahlen. Ja, was meinen wir? Ein Tag verschwenden? Wobei, Verschwendung ist das ja nicht. Zwerge und Schmiedekunst, das geht in eins über. Aber 100 Gold ist vielleicht ein bisschen wenig, oder? Was ist mit eurem Arm passiert? Ah, der hat sich den wahrscheinlich gebrochen. Also gut, ich helfe euch, aber nur gegen bessere Bezahlung. Nein, wir sind ja gutherzig, wir sind gutmütig. Und ich würde sagen, das fällt schon mal weg. Erstmal frage ich nach dem Arm. Was ist mit eurem Arm passiert? Ein dummer Unfall. Eine Kiste mit Rohlingen ist heruntergefallen. Ich wollte sie auffangen. Es wird verheilen. Zum Glück aber, ich kann den Hammer für eine Weile nicht schwingen. Dann muss ich wohl einiges an Arbeit angesammelt haben. Du nickst verständnisvoll. Du hast dich immer schlecht gefühlt, wenn du krank warst. Oder aus einem anderen Grund nicht in der Schmiede arbeiten konntest. Eine Menge. Aber wenn es stimmt, was ich über die Schmiedekunst der Zwerge gehört habe, wird es euch ein leichtes sein, alles noch heute zu erledigen. Ja, das ist die beste im ganzen Land, will ich meinen. Und unter Schmiedebrüdern hilft man sich doch. Ich helfe euch. Ich habe einige Zeit in der Schmiede gearbeitet. Das einige Zeit in deinem Fall fast ein ganzes Menschenleben bedeutet, verschweigst du bescheiden. Wenig später stehst du in der Schmiede und begutachtest das minderwertige Werkzeug des Schmieds, während er die Esse anfeuert und alles so gut für die Arbeit vorbereitet, wie es mit einem Arm geht. Du konntest die Zwillinge nicht überreden, dir zu helfen. Als Krieger würden sie lieber auf die Jagd gehen, hatte Boindil verkündet. Aber du hältst es für wahrscheinlicher, ihn später im Gasthaus bei einem Bier anzutreffen. Dir ist es gleich. Du freust dich darauf, nach langer Zeit wieder schmieden zu können. Stunden später hast du alles um dich herum vergessen. Die Hitze der Esse, der Schweiß auf deiner erhitzten Haut, das Spiel der Flammen. Du bist in deinem Element und arbeitest wie im Rausch. Der Schmied hat die Schmiede längst mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht verlassen. Hey, ich rede mit dir. Überrascht schaust du auf. Du hast nur das Schlagen des Hammers gehört und hast nicht bemerkt, dass jemand eingetreten ist. Schaffst du das? Du kannst den Mann mittleren Alters auf Anhieb nicht leiden. Seine hellen grauen Augen mustern dich so eindringlich, als wollten sie durch deine Kleidung in dein Innerstes blicken. Der Mann deutet auf zwei Pferde. Die beiden. In einer Stunde. Beschlagen oder was? Ja, sieht wohl so aus mit Hufeisen. Du blinzelst, schaust mit dem Schmiedehammer in der Hand zwischen den Pferden und dem Mann hin und her und stellst dich dumm. Was ist denn mit den Pferden? Du hast erwartet, dass der Mann aufbrausen würde, aber dass er dir leise und sehr langsam sagt, du möchtest bitte die beiden Pferde neu beschlagen, beunruhigt dich mehr, als wenn er wütend geworden wäre. Gut, wir machen das, denke ich. Wobei... Wir müssen keine neuen Aufträge annehmen. Wir müssen erstmal die alten abarbeiten, ne? Und vielleicht sind die Pferde ja auch gestohlen.
Und dann helfen wir beim Diebstahl im Prinzip. Ach komm, ich beschlag sie neu. Die beiden sollen beschlagen werden? Kleinigkeit. Der Mann wirkt nicht überzeugt, aber du machst dich routiniert an die Arbeit. Zwei weitere gerüstete Männer stehen bei den Pferden und mustern dich aus den Augenwinkeln. Unterhalte dich mit den Männern. Beobachte die Männer heimlich, während du arbeitest. Das ist doch besser, finde ich. So ein offenes Gespräch, da erfährt man ja nicht allzu viel. Du konzentrierst dich auf die Arbeit. Das einzige Geräusch ist das melodische Schlagen des Hammers auf den Amboss. Aus dem Augenwinkel behältst du die gerüsteten Männer im Auge. Du vermutest, dass es Söldner sind. Als du gerade das dritte Hufeisen anpasst, betritt ein weiterer gerüsteter Mann die Schmiede und spricht leise mit dem Anführer der Gruppe. Er ist der Einzige hier. Der Mann nickt in deine Richtung und du konzentrierst dich schnell auf deine Arbeit. Du lässt dir nichts anmerken und bringst deine Arbeit zu Ende. Als der Anführer der Söldner dich bezahlt, hast du das Gefühl, als wolle er dich mit Blicken durchbohren. Ohne ein weiteres Wort verlassen die Männer die Schmiede. Das war merkwürdig. Das war seltsam. Aber wir können uns noch mit den Männern unterhalten? Okay. Ich dachte, die verlassen die Schmiede. Also, ihr seid Söldner, nehme ich an. Du willst nur etwas Konversation betreiben, doch der Mann schaut dich nur ungläubig an, als hätte er nicht erwartet, dass Zwerge sprechen können. So etwas Ähnliches. Viel zu tun? Und wisst ihr etwas über die Ork-Armeen aus dem Süden? Wir können nicht klagen. Der Tonfall des Mannes macht dir klar, dass er das Gespräch mit diesen Worten für beendet hält. Schweigend verrichtest du deine Arbeit. Als der Anführer der Söldner dich bezahlt, hast du das Gefühl, als würde er dich mit seinem Blick durchbohren wollen. Ohne ein weiteres Wort verlassen die Männer die Schmiede. Das kennen wir schon. Das war wohl ein kleiner Bug. Konzentriere dich auf die restliche Arbeit. Wir könnten den Männern auch heimlich folgen. Ja, die haben mich schon so ein bisschen neugierig jetzt gemacht. Was sind das für Gesellen? Sind das wirklich Schurken? Oder doch ein paar, keine Ahnung, gute Söldner, sag ich mal. Arbeit folgen. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr da oben hin. Die Episode werden wir wohl auch nur auf der Karte verbringen. Aber hier gibt es so viel zu tun, so viel zu entdecken. Tut mir leid, wir folgen ihnen. Die Männer stoßen vor dem Dorf zu einer größeren Gruppe von Reitern, mehr als einem Dutzend. Du hältst dich versteckt und lauschst. Nicht hier im Dorf. Los. Wir suchen nochmal die Straße zwischen hier und Klintal ab. Die anderen Söldner nicken und die Gruppe reitet davon. Du kannst dir keinen rechten Reim darauf machen, was hier vor sich geht, aber es gefällt dir nicht. Du erzählst den Zwillingen von deiner Begegnung und sie beschließen, die nächsten Tage besonders wachsam zu sein. Ihr verbringt die Nacht im Haus des Schmieds und zieht am nächsten Morgen weiter. Na, vielleicht war es doch gut, dass wir denen gefolgt sind. Wir müssen ein wenig aufpassen, okay? 100 Gold hat er uns versprochen, hat er uns auch gegeben. Okay, ziehen wir mal weiter. Das war doch merkwürdig eben mit den Söldnern. Ich gehe einfach mal hier durch die kleinen Dörfer überall durch und dann mal hier so lang, denke ich. Oder? Geht das hier so? Ist da irgendwas? Ja, da ist auch was. Kommen wir auch lang. Supi. Naja, vielleicht schaffen wir es ja doch noch da hoch. Je näher ihr Purista kommt, desto belebter werden die Straßen. Viele der großen Gebäude in der Stadt überragen selbst die hohe, sandfarbene Stadtmauer. Aber ein Gebäude überragt sie alle. Der Palast. Seine Kuppel strahlt weiß in der Sonne. Er ist der Sitz des Rates der Magi und mit seinem zentralen Turm, der weit in den Himmel ragt, dient er Reisenden schon aus 50 Meilen Entfernung als Wegpunkt. Ihr kommt bis zum Palast des Rats, doch vor dessen Toren werdet ihr von einer Wache angehalten. Der Rat der Magi hat sich versammelt, um sich um das Tote Land zu kümmern. Er darf nicht gestört werden. Das Tote Land? Ihr meint die Barriere? Gibt es Probleme damit? Die Wache zuckt mit den Schultern. Wird nichts sein, was der Rat nicht lösen kann. Okay, haben wir auch XP verdient wieder. Seltsamerweise, obwohl wir hier nichts gemacht haben. Und gehen wir mal hier hoch in das Dörfchen. Hier konnten wir ja nicht viel machen in Purista. Obwohl. Nee. Da sind die Händler wieder. Ich hätte gerne da irgendwas getan. Aber nein, geht wohl nicht. Das Dörfchen Sonnenhag macht seinem Namen alle Ehre.
Ihr kommt an, als die Sonne hinter dem Turm eines Palandiel-Tempels untergeht und die farbigen Fenster erstrahlen lässt. Es gibt einen Laden im Dorf und durch die Fenster erspähst du neben Gebrauchsgegenständen und Lebensmitteln auch ein gefülltes Bücherregal. Betritt den Laden, ja, ein bisschen Proviant kann nicht schaden und vielleicht findet man ja auch einen Roman, der uns auf den Reisen ein bisschen beschäftigt. Als ihr den Laden betretet, klingelt eine kleine Glocke. Die Zwillinge schauen sich etwas um, wirken aber eher desinteressiert, bis sie ein paar ausgestellte Edelsteine entdecken. An der Wand zu deiner Linken ist das Bücherregal, das du schon durchs Fenster gesehen hast. Es ist ungewöhnlich für einen Dorfladen, Bücher zu führen. Zeig mir, was ihr im Angebot habt. Betrachte das Bücherregal. Wir sind erstmal so fasziniert von den Büchern, wir werfen da mal einen Blick drauf. Du schlenderst zum Bücherregal und liest einige der Titel auf dem Buchrücken. Du kennst viele der Werke aus Lord Ionans Bibliothek. Oh, bei Wrackers Schau, Bruderherz! Der Gelehrte ist tatsächlich bei den Büchern. Ja, ja. Es ist eine interessante Auswahl, Boindil. Ich könnte dir ein paar gute Empfehlungen geben. Boindil schlingt seinen Arm um deine Schulter und zieht dich langsam vom Bücherregal weg. Wenn dich einer so sieht... Hier, das ist doch eher was für uns. Widerwillig folgst du ihm und lässt dir die Auswahl an Edelsteinen zeigen. Hätte sein können, dass irgendwas in den Regalen, irgendein Buch, das wir schon immer wollten, das Tungdil schon immer lesen wollte, aber nein, wir wurden von Boindil aufgehalten. So, was hat er? Er hat nochmal einen Heiltrank. Komm, wenn wir schon dabei sind, wir holen uns den. Ich werde mir jeden Heiltrank mitnehmen und ein bisschen Proviant nochmal zusätzlich. Und zwar lassen wir auf 86. So, komm, 900 haben wir dann noch. Und setzt unseren Weg fort. Okay, wir kommen doch noch da oben hin. Das schaffen wir sogar noch. Sehr schön. Boindil läuft schweigend neben dir. Ab und zu wirft er dir einen Blick von der Seite zu. Und du magst wirklich Bücher? Ich bin neugierig und in Büchern kann man viele Antworten finden. Müsstest du nicht irgendwann alle Antworten gefunden haben? Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Bücher man liest, desto mehr Fragen hat man. Hab ich's doch gewusst. Alles Zeitverschwendung. Ja, lieber auf einen Edelstein starren, mit dem man gar nichts tun kann, der nur schön aussieht und irgendwie verstaubt, ne? Aber Bücher verstauben auch. Ich habe auch etliche Bücher im Regal, die ich einmal gelesen habe und seit 20 Jahren stehen die da. Mit denen kann ich auch nichts mehr anfangen. So, aber jetzt nach Grünhain. Ihr nähert euch dem Dorf und erkennt schon von Weitem, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Geruch von verbranntem Holz und Tod liegt in der Luft. Oh Mist, ich glaube, das heißt jetzt gleich wieder einen Kampf. Lad schneller. Komm schon. Ich will wissen, was vorgefallen ist. Über 60% stockt es meistens ein wenig. Und die Zwerge, muss ich sagen, haben sehr, sehr viele Ladezeiten. Bei Wrackers. Die Plattnasen haben es den Spitzohren ganz ordentlich gezeigt. Wir hätten es nicht besser machen können. Gebt auf die Umgebung Acht. Ich will herausfinden, was mit Goren geschehen ist. Die verziehen sich, die warten hier. Okay, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. In Grünhain sieht ziemlich verwüstet aus. Ziemlich viele Tote. Und die Elfenhäuser. Oh, 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 Gemälde. Was wir hier alles wieder zum Ansehen haben. Aber hier, das sticht doch gleich ins Auge. Das schneeweiße, anmutige Antlitz der Elbin strahlt noch immer Schönheit aus. Doch steht es in argem Kontrast zu ihrem restlichen Erscheinen. Vom Hals abwärts ist sie nur mehr ein blutrotes, feucht glitzerndes Skelett. Lange Nägel stecken in ihren dünnen Knochen und dort, wo ihre wunderschönen Augen waren, gähnen nun schwarze Löcher. Boah, sieht man auch hier schon, da sind nur die Knochen noch erhalten. Hier auch, was hat... Gott, Blut, was hat das... getan? Oder wer? Wer oder was hat das getan? Hufspuren? In den Boden eingebrannt. Albe? Das Feuer in Boindils Augen lodert vor Begeisterung auf. Hossa! Das wäre doch mal was anderes als diese tumpen Schweineschnauzen.
Hast du gehört, Bruder? Vielleicht bekommen wir ja Tions Spitzohren vor die Klinge. Na, ich will's nicht hoffen. Ich glaube, die sind ziemlich mächtig. Und da haben vielleicht drei Zwerge auch nicht allzu eine große Chance. Gut, Feuer, Feuer, Feuer. Tote, Tote, Tote. Tote, 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 Tote. Gute, nein, nur Tote. Der Geruch des Rauchs begleitet euch schon eine Weile. Doch hier, so dicht an den Leichen, wird er vom süßlichen Gestank des Todes überdeckt. Du hast einen bitteren Geschmack im Mund und musst dich zusammenreißen, um nicht angewidert auszuspucken. Ich frage mich, was hier wirklich passiert ist. Vielleicht hat das ja der Zeichner auf Papier festgehalten. Die Hand, die für dieses Bild den Pinsel führte, gehörte einem Meister. Es wurden ausschließlich Rottöne benutzt. Doch jede noch so kleine Einzelheit spiegelt sich peinlich genau wider. Bäume, Gebäudereste, Leichen, du stockst. Das Bild zeigt das Dorf in seinem vernichteten Zustand? Als du die Leinwand genauer betrachtest, erkennst du, dass es sich um Haut handelt. Und auch das Rot erscheint dir nun mehr als verdächtig. Ja, ich glaube, das Rot war Blut. Das war eigentlich nur ein Scherz. Ich habe eigentlich nur einen Scherz gemacht. Was dieses Bild zeigt, dass es den Unfall hier zeigt. Hätte ich gewusst, dass ich damit richtig liege, hätte ich das gar nicht erst ausgesprochen. Wirf das Gemälde ins Feuer. Ja, sowas muss vernichtet werden. Menschenhaut und Menschenblut. So etwas Widerliches darf nicht sein. Finde ich auch. Zack. Haben wir sogar Erfahrungspunkte verdient. Schön. Oh, da hinten liegen auch noch Leichen. Überall. Wir schauen uns erstmal hier weiter um. Reingehen in die Häuser können wir nicht. Betrachte Leiche. Leichen. Können wir nicht betrachten. Können die nur so halb anklicken. Leichen flattern geht leider auch nicht. Würde ich auch nie machen. Nein. Da können wir nicht rein. Okay. Bevor wir hier hinten die Leiche betrachten, weil ich glaube, ich weiß, wer das sein könnte, gehen wir nochmal hier hoch. Grünhain war einer der wenigen Orte im geborgenen Land, in dem Menschen und Elben zusammengelebt haben. Du siehst keine elbischen Züge zwischen all den Schmerz- und angstverzerrten Gesichtern. Du wendest den Blick ab. Alles Menschen. Nur tote Menschen. Ich sehe tote Menschen. Ganz viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter und so fort. Hier ist aber gar nichts mehr. Betrachte die Elfenhäuser. Werfen wir da nochmal einen Blick drauf. Du hast von den Elfen und ihren Bauten gelesen. Dies hier war immer nur ein kleines Beispiel ihrer Baukunst, die in Alandur ihre Vollendung gefunden hat. Nun, brennend und zerstört, macht der Pavillon einen noch traurigeren Eindruck. Schade um die gute Baukunst, ne? Dient jetzt nur noch als Feuerholz. Und ich glaube, wie schon gesagt, ich weiß, wer da hinten tot rumliegt. Weil es die einzige Leiche ist, die wir auch wirklich betrachten können. Die Leiche des Mannes ist mit Pfeilen gespickt und liegt auf einem kleinen Flecken unversehrter Erde, während kreisförmig um sie herum ein Flammenmeer gewütet haben muss. Ihre Robe erinnert dich an die von Lord Ionans Famuli. In Verbindung mit der Tatsache, dass der Mann wohl Magie benutzt hat, bist du dir ziemlich sicher, dass es sich um Goren handelt. Na dann braucht er ja wirklich sein Amulett nicht mehr, das wir ihm gestohlen haben. Tote können das nicht tragen. Da hätten wir auch noch die Liebesbriefe mitnehmen können, ne? Und dieser, war das ein Seidenschal? Ob seine Freundin noch lebt? Ich weiß ja nicht. Hier liegt aber eine Botschaft und ein paar Bücher noch. Goren hatte diese Bücher bei sich, als er angegriffen wurde. Wollte er sie in Sicherheit bringen? Deine Augen entdecken einen versiegelten Brief neben den Büchern. Die Umstände erscheinen dir ausreichend, um das Siegel zu brechen. Na, jetzt bin ich gespannt. Und seid gegrüßt, Torgur. Es freut mich zu hören, dass ihr endlich Lord Ionan ins Vertrauen ziehen wollt.
Ich habe etwas Neues über den Dämon herausgefunden. Es steht alles in diesen Büchern, die ich euch schnellstmöglich zukommen lasse. Ich glaube, sie sind der Schlüssel zu seiner Vernichtung. Oder ich hoffe es zumindest. Hochachtungsvoll, Goreen. Okay. Dämonen? Von was für einem Dämon sprechen Sie? Unwillkürlich musst du daran denken, dass sich nur wenige Tagesmärsche nördlich von hier die magische Barriere befindet. Und dahinter... Vrakas allein weiß, was für Kreaturen im Totenland leben. Nicht gut. Ihr habt mein Bild vernichtet. Jetzt brauche ich frisches Blut, um ein neues zu malen. Oh, Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Das wird ein Spaß. Wir bekommen unseren Kampf. Ich hoffe, euer Blut klumpt nicht zu sehr. Für die feinen Pinselstriche muss es flüssig sein. Ha! Wie willst du uns besiegen, Spitzohr? Wir sind zu dritt. Ah, nur zu dritt? Das macht es leichter. Ihr Blick wandert über die Leichen. Orthar in Lueth Wanre. Oh nein, ich weiß, glaube ich, was sie vorhat. Was geschieht hier? Das ist das Tote Land. Unmöglich. Grünhain liegt südlich der Barriere. Ich kenne nichts anderes, das die Toten erwecken kann. Schlagt ihre Köpfe ab, sonst kommen sie immer wieder. Oh nein, der nächste Kampf startet. Gut, bevor wir den Kampf spielen... Ja, wir spielen jetzt einfach, aber ich will, eigentlich würde ich jetzt gerne speichern. Es gibt ja sowas wie Autosave, ne? Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss mit der Folge. Und den Kampf dann das nächste Mal, weil ich glaube, der dauert ein bisschen. Und vielleicht werden wir das eine oder andere Problem wieder dabei haben. Mal sehen, was wäre, wenn wir das Bild nicht vernichtet hätten? Wäre dann diese Gestalt nicht gekommen? Keine Ahnung, werden wir erstmal nicht erfahren. Aber den Kampf, den starten wir das nächste Mal. Ich denke, wir lassen erstmal so die Ausrüstung. Erhöht den Schaden bei Spezialattacken um 20, wobei... Oh Gott, das Heilen ist doch... Na, wir tauschen mal. So, und du gehst hier drauf. Schaden um 20% erhöht, das ist bei so einem Berserker gar nicht mal schlecht. Heiltränge können wir uns auch nehmen, wenn wir wollten. Gewährt im Kampf einen zusätzlichen Aktionspunkt alle 5 Sekunden. Behält er erstmal. Okay, gut, ich verabschiede mich dann erstmal von euch. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Die Zwerge. Tschüss!